Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen auf Jedus TV. Eine Folge Realm Royale. Was? Wir wollten doch eigentlich Rust spielen. Ja, aber bevor ich wieder die ganze Zeit rede und vergesse, dass ich ja mit jemandem zusammenspiele. Hallo Flashy. Moin. Ja, so, jetzt kann ich reden. Wir hatten euch eigentlich versprochen, dass wir Rust ausstrahlen. Das Problem bei Rust ist allerdings, das Spiel ist relativ zeitintensiv. Wir haben das jetzt mittlerweile festgestellt. Wenn man nicht jede Woche, dieser Turnus bei Rust läuft ja mal eine Woche, dann werden die Server resettet, gewiped. Wenn man da nicht wirklich Zeit investieren kann und da spricht man dann schon so von 2-3 Stunden am Tag, dann hat man eigentlich relativ wenig Möglichkeiten, weit voranzukommen. Zumal die Lernkurve relativ steil ist am Anfang. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, doch nochmal was anderes auszuprobieren. Realm Royale ist gerade wieder am Kommen. Die Spieler oder die Spielerzahlen steigen auf jeden Fall wieder. Wir haben es ja irgendwann eingestellt, weil es einfach zu wenig Spieler wurden, die es gespielt haben. Da wird es einfach langsam uninteressant. Großer Nachteil der aktuellen Version ist, es gibt unglaublich viele Bots im Spiel. Mittlerweile bin ich mir relativ sicher, dass 2/3 der Spieler Bots sind. Das kann man eigentlich ganz gut auf Seiten wie Realm Tracker zum Beispiel feststellen, wo man einfach die Spiele, die man gespielt hat, selbst analysieren kann und dann sehen kann, dass da einfach nur relativ wenig menschliche Teams dabei sind. Das ist ein bisschen doof, ein bisschen nervig, aber nichtsdestotrotz hat sich Realm schon in unseren Augen wieder ordentlich gemausert. Es macht Spaß. Und wir würden einfach mal gucken, ob wir hier ein sinnvolles System aufstellen können. Also ein vernünftiges Format für euch, das für euch interessant ist. Wir stellen uns das eigentlich so vor, dass wir einfach mal so ein bisschen daddeln, euch das Spiel zeigen, eventuell auch unsere besten Runden bringen. Wir sind nicht ganz so schlecht, wir sind auch nicht ganz so gut. Wir schaffen es mittlerweile relativ häufig, mal einen Sieg einzufahren oder zumindest in die heiße Phase zu kommen. Wenn das jetzt heute anders sein sollte, dann wäre das halt sehr doof, aber ich hoffe, dass wir das hinbekommen. Und in diesem Sinne würde ich einfach sagen, wir laden mal unseren Floshy ein. Das Juhu. Ist leider bei diesem Spiel etwas blöder. Ich muss jetzt gerade mal gucken, wie es genau war. So. Müsstest du einen Invite haben? Ja. Und dann würde ich einfach mal die Queue starten. Und dann schauen wir mal, wie es so läuft. Was muss ich denn überhaupt machen? Quests. Erziele eine Platzierung in den besten 25%. Das schaffen wir. Schmiede 3 Runen kriege ich auch hin. Schmiede 5 Heiltränke. Das ist nicht so geil, aber das kriege ich auch. Ja, wir sind jetzt seit ungefähr, ich würde mal sagen, 3-4 Tagen mal wieder ein bisschen am Spielen. Haben jetzt auch nicht wirklich viele Runden gespielt. Eigentlich alles nur so ganz entspannt. Wir haben insgesamt schon gefühlt 4 oder 5 maximal, oder? Ja, ja, das war relativ wenig. Also insgesamt haben wir mittlerweile eine ganze Menge Spiele auf dem Buckel. Müssten so knapp 1000 sein. Unsere Win-Ratio im Duo ist jetzt nicht die schlechteste, aber wie gesagt auch nicht die beste. Wir müssen jetzt gerade irgendwie so bei 12-13% sein. Liegt aber auch ein Stück weit daran, dass Realm Royale tatsächlich der erste Ego-Shooter war, den ich seit Ewigkeiten mal wieder gespielt habe und ich einfach wirklich sau schlecht war. Floshy hat das so ein bisschen aufgefangen, aber gut, wenn du halt einen Stein am Bein hast, dann kommst du halt trotzdem nicht. Was für ein Stein am Bein? Ein Stein am Bein. Mittlerweile bin ich ein bisschen besser geworden. Ich hoffe, dass es nicht ganz so erbärmlich aussieht, wenn ich gleich spiele. Und ich mich nicht nass mache, aber gut. Na, ihr wisst ja, das P steht für Pro Gaming. Unser Channel ist ja nun mal darauf ausgerichtet, dass wir halt nicht unbedingt die herausragendsten Leistungen bringen. So, ich werde mal wieder meinen geliebten Jäger nehmen. Den finde ich momentan nämlich richtig cool. Konnte ich damals überhaupt nicht spielen, weil ich mit diesem dreckigen Bogen nicht umgehen konnte. Jetzt mittlerweile geht's eigentlich. Ich frage mich, ob das ein Jäger ist oder eine Jägerin. Das ist eine Jägerin auf jeden Fall. Also, die Prinz Eisenherz. Ja, die hat Möpse. Ne. Ja, so angedeutet. Wenig bis gar nicht. Ja, gut, ne, ist halt genetisch. Dein Krieger, was bist du? Hast du da, okay. Ja, sicher, habe ich einen Skin, du, ey. Habe ich mir erstmal gekauft für 39,99 €. Nice, so günstig. Ist ja ein Schnabber. Ja, sicher, wo ich Schnabber muss ich mitnehmen, ne. Kennst ja nichts, du. Ja, ich hoffe, euch wird dieses Format gefallen. Wäre auf jeden Fall cool, wenn ihr uns direkt was in die Kommentare reinballern würdet. Ist halt ein bisschen mehr competitive. Wir wollten ja doch ganz gerne ein Spiel mit aufnehmen, wo wir mal einfach gegen andere Spieler spielen und nicht immer nur gegen die KI. Von daher, ja, ich hoffe mal, das wird ganz interessant. Es ist halt nicht Fortnite, aber Fortnite finde ich doof. Deswegen Realm Royale. Ich würde sagen, wir gehen wieder zu unserer geliebten Scheune. Ja. Ab in die Waldsenke. Kann ich ja, während wir fliegen, noch mal gut ein bisschen was trinken, ne? Ah, ist das köstlich, dieser Kaffee, du. Dieser Automaten-Kaffee, lecker. Let's go. Ich glaube, ich bin wieder zu spät ab. Ja, oh, so wie immer. Ja. So kleiner zu spät, Komma. Also der eine landet, glaube ich, Sägewerk.
Kannst du mal bitte deine komische Säule wegpflastern? Hier ist gleich, glaube ich, einer. Ja, ich hör's. Okay. Okay, chill mal, Alex. Nehm ich. Ey, du Sau. Weggeklaut. Du bist ein Lappen. Alter, ich bin da noch. Das ist nicht. Ich hab dir doch nur die Fähigkeit weg. Alter, hier sind ja null Kisten. Was ist denn hier los? So, ja, das nehme ich mit. Fähigkeit. Okay, ich sehe jetzt gerade an der. Doch, links neben der Schmiede laufen zwei. Die gehen jetzt gerade da den. Ja, einer ist hochgegangen. Ja. Einer ist da unten, ne? Ein Gegner auf jeden Fall dabei. Also der andere auch holen. Hinter mir ist auch noch einer. Ja, ich muss mir jetzt die Hühner holen. Ich bin erstmal weg. Der hat definitiv die bessere Waffe als ich. Einen habe ich. Ich brauche erstmal eine vernünftige Waffe. Ich spiele hier mit einem scheiß Maschinengewehr. Das ist komplett für den Arsch. Die laufen kommt bei dir rein oben. Ein Huhn kommt bei dir rein. Ja, ich komme. Diese Gun kann so gar nix, ey. Das ist so lächerlich. Hinter mir. Hab beide down. Schon wieder nur Müll. Hier ist nur Müll. Ich brauche irgendwie eine vernünftige Waffe. Ich kann hier. Ja, was soll ich machen? Mit dem Dreck hier kann ich nicht spielen. Das kannst du knicken. Was ist das? Sturmgewehr ist auch Müll. Was haben wir hier? Ich glaube, das ist ein Impuls. Ja, Gott sei Dank. Mach mal eben. Ja. Also Sägewerk ist nur einer, ich mach mal eben hier. Pots. Also wie gesagt, Rüstungspots sind eigentlich das A und O bei diesem Spiel. Ja. Gut, das haben wir noch nicht gesagt, aber auf jeden Fall steht es jetzt fest. Es ist, denk an die Highpots zu machen, ne? Für die Quest. Ach ja, die muss ich auch noch schmieden, die Scheiße. Will ich nicht. Ich lauf mal eben kurz rum und geh mal eben kurz Highground, wobei das Craften geht ja mittlerweile so schnell. Da lohnt sich das einfach nicht. Jetzt kriege ich gleich erstmal wieder meine Armbrust. Ich hoffe, es ist direkt eine goldene. Dann habe ich wenigstens erstmal eine vernünftige Waffe. Ey. Deine Tränke sind fertig. Ja, Prinzip dieses Spiels ist relativ simpel. Es geht letzten Endes darum, die Gegner zu killen. Dafür bekommt man halt diese Splitter, die ihr unten links seht, über meiner Rüstungsanzeige. Dafür kann man sich dann halt in diesen Schmieden Dinge craften. Ja, und das ist eigentlich so das ganze Spiel. Es gibt ein paar Waffen, die sind ein bisschen besser. Es gibt ein paar Waffen. Gegner hier bei mir. Ist ein NPC. Ist down. Ein NPC. So, ich würde sagen, wir gehen direkt weiter in die Wüste. Hast du alles? Ja, hast alles. Nice. Boah, ich muss hier gleich auf jeden Fall erstmal das Rollo runter machen. Ich sehe gar nichts. Gar nichts sehe ich hier, weißt du? Naja, immer ausreden, ausreden. Ja, also mit Ruhm bekleckert habe ich mich bisher diese Runde noch nicht, das kann ich mal ganz klar sagen, aber man ist ja von mir auch nichts anderes gewohnt, ne? Richtig. 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 Same procedure as every Ram Royale. Also ich laufe eigentlich immer vor bei uns beiden, das hat einfach den Hintergrund, dass ich es nicht hinbekomme, hinter Floschi herzulaufen. Ich mache dann irgendwie trotzdem immer mein eigenes Ding, ist ein bisschen asozial, aber hey, auch das kennt man, ne? Und ich habe mich dran gewöhnt. Ja, genau. Ne? Der rennt mir halt einfach ganz tapfer hinterher. Richtig. Meistens. Ich bin einfach das kleine Hündchen unten am Haus. Nee, ja, das war ein geplatztes Hühnchen auf jeden Fall. Also wurde da auf jeden Fall gerade gekämpft. Aber ich sehe jetzt aktuell nichts. Da ist eine Kiste Richtung 210. Die holen wir uns. Ich hätte es gedacht. Ja, die Kiste ist wertvoller. Da ist in der Regel geilerer Scheiß drin. Ich will die Ruhen. Ich will die Ruhen. Ich habe eine Quest. Was willst du? Die Ruhen, die da drin sind. Ach so. Okay. Ist übrigens mittlerweile ist es ja auch nicht mehr neu, aber als wir noch nicht da, muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Oder wenn man es nicht kennt, dann ist es vielleicht nice to know, dass es die mal früher gab. Also die Runen haben mittlerweile eine extreme Bedeutung bekommen. Die sind irgendwie doch ein großer Teil eigentlich des Charakters mittlerweile. Da gibt es echt einige, die sind unglaublich stark. Ich meine sogar, es gibt Runen, die automatisch die Rüstung auffüllen. Die sind natürlich komplett overpowered. Weil was kann meine denn jetzt? Rüstung ist in diesem Spiel auf jeden Fall absolute Mangelware. Man hat eigentlich nie genug Rüstungstränke. Zumal die da die Drops, die Drop-Chancen gegenüber früher auf jeden Fall deutlich reduziert haben. Es gab irgendwann mal einen Zeitpunkt, da gab es eigentlich relativ ausgeglichen Rüstungs- und Health-Pots.
Und ja, die Zeit ist aber lange vorbei. Mittlerweile findet man gefühlt 5 Health Pots und dann hat man irgendwann mal eine dabei, die dann ein bisschen Rüstung wieder gibt. Ist nicht ganz so geil. Was crafte ich mir denn? Ich glaube, ich würde mir eine Rune craften. 5 Heiltränke brauche ich, also muss ein paar Rüstungstränke. Ja. Waffe. Scheiß auf gib Quest. mir deine Armbrust. Scheiß auf Quest. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ah ja, die Rune, die ich jetzt gerade gefunden habe, die ist ziemlich strong, muss ich sagen. So eine CC-Rune heißt 90% ineffektiver sind die Ja. Crowd-Control-Effekte von Gegnern. Das ist schon ziemlich strong, muss ich sagen. Ja, hatte ich gestern auch schon mal gefunden. Also 90% ist schon mal eine Ansage. Was habe ich jetzt Rune des Reittempos hat eigentlich? Ja, ich habe auch Reittempo. Ach so, das war Nee, meine. das. Ja. So, dann haben wir Another wieder ein paar hunt really Gegner so, ne? begins. Den Bojen, ihr kriegt. Also wir spielen mittlerweile ein relativ offensives Spiel, auch wenn wir jetzt nicht gnadenlos in die Kämpfe reingehen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, es hat sich jemand im Haus verschanzt und der hat einen Granatwerfer in der Hand, dann sind wir jetzt nicht unbedingt die Typen, die da reinrennen und versuchen, die da rauszuholen. Das überlasse ich dann doch ganz anderen Leuten, die da doch etwas professioneller an die ganze Sache rangehen. Wir machen viel mit hin und her reiten, zeigen uns, gucken, dass wir so in die Kämpfe reinkommen, nutzen die Deckung, nutzen High Ground und so weiter und so fort, schmiede es an. Oh ja, yeah. Oh ja. Yeah. Sowas zum Beispiel, dass wir dann bei so einer offenen Schmiede dann tatsächlich auch den Und ein Kampf. Ja, Gegner am Stall. richtig. Ein Huhn. Auch Einer nur down. ein Pinguin. Ein Pinguin. Meiner ist auch down. Weil der Revolver, der hat Aua gemacht, auf jeden Fall. Hier ist eine Feuerbombe in Legendary. Noch ein Gegner. Richtung, ja. Siehst du, alles klar, ich komme. Ich flankiere. Aufgesessen. Nice, cool. Ist ein Mensch. Ist ein menschlicher Spieler. Ja. Der ist runtergesprungen im Huhn. Zweiter Gegner hier. Und wo? Ach, fuck hier, der steht hier direkt vor mir. Er kommt mich holen. Ja, hat mich. Ah. Ja, Nein! ärgerlich, ärgerlich. Nein, ich bin an diesem scheiß Ding hängen geblieben. Alter, der hat mich gerade so geil getroffen und dich kriegt er wieder nicht, oder was? Das ist so lächerlich. Oh Gott, sind die Scheiße gewesen, ey. Ja, ich muss jetzt erstmal das Rollo runter machen. Ja, es liegt am Rollo. Ja, es ist halt, ich sehe halt tatsächlich relativ wenig auf dem Bildschirm, wenn das Licht blendet. Sekunde. Sekunde. Schade, Schokolade. Oh, ja, ich da einige Ah. Runen gecraftet. Nee, das Problem war, dass ich dem einen Hunter, den wir zum Huhn geschossen haben, schon wieder todesgreedy hinterhergerannt bin. Das war natürlich blöd, anstatt einfach Highground zu machen. Aber das sind halt die Fehler, die man einfach macht, wenn man relativ lange nicht mehr gespielt hat. War jetzt aber mit Sicherheit kein Team, vor dem wir uns verstecken müssten in der Regel. Von daher alles okay. So, ich melde direkt wieder an. Ja, einer geht's. Ich bin heiß. Kann man drüber streiten. Ich wusste. Ich wusste es. Tja, sehr ärgerlich. Das war ein bisschen bitter, das war unnötig, das war dumm. Aber in 3 von 4 Fällen läuft es bei uns immer so. Freut euch drauf. Schmiede 5-mal Heiltränke. Wer braucht den Scheiß denn, ey? Ja, die Queue ist nach wie vor noch ein bisschen doof, weil die teilweise doch noch sehr lange dauert. Also zum einen, bis das Match gefunden ist, zum anderen aber auch, wenn man schon im Match drin ist, läuft da teilweise immer noch ein 1,5-Minuten-Timer. Kapiere ich überhaupt nicht. Aber gut, irgendwas ist immer und damit müssen wir halt umgehen. Ist ja nicht so das Riesendrama. Seit wann gibt es eigentlich die Konsolenversion? Sehe ich hier gerade beim Seit RAM-Tracker. wann kann ich dir nicht sagen, ich weiß auch, oder ich wusste auch nur, dass es eine gibt, aber ich kann dir nicht sagen, seit wann es die gibt. Das weiß Ist ich da nicht. Crossplay mit drin? Ich meine, dass dieses Spiel nicht über Crossplay verfügt. Aber auch dafür würde ich nicht meine Hand ins Feuer legen. Es ist Mit deutlich dem aus möglich, aber ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht.
Also das ist ja auch neu mit diesem Leveln der Charakter, das kannte ich auch. Ja, das ist halt auch ganz neu. Also wir haben halt, Realm Royale war quasi unser Erstlingswerk. Wir hatten ja vor knapp 6-7 Monaten angefangen mit dem Stream auf Twitch, was einfach nicht funktioniert hat, weil wir halt auch leider noch Vollzeit arbeiten müssen und das einfach nicht harmonierte. Zumal wir halt früh, spät und Nacht arbeiten und das einfach nicht geklappt hat. Da regelmäßig zu streamen war halt blödsinnig. Hat uns halt damals super Spaß gemacht und dann haben es halt einfach die Publisher bzw. die Entwickler, Hi-Rez, wir gehen mal hier vorne Trinity oder, ja, nee, Herbstfelder. Herbstfelder ist auch so einer unserer Lieblingsspots. Ja, Hi-Rez hat es halt ein bisschen kaputt gemacht, haben viel Scheiße implementiert in unseren Augen, die einfach komplett senseless war. Die Spielerschaft hat sich mega dagegen ausgesprochen, aber irgendwie gab es da überhaupt keine Reaktion von Hi-Rez drauf. Alles sehr doof gelaufen. Hatten uns dann halt dazu entschieden, das Spiel sein zu lassen, weil es einfach auch keinen Spaß mehr gemacht hat zuletzt. Zum einen, weil einfach zu wenig Spieler in den Spielen waren. Man hat teilweise Warteschlangen von 20 Minuten gehabt. Zum anderen auch einfach, weil das Spiel an sich einfach nicht mehr cool war. Aber es hat sich auf jeden Fall wieder deutlich besser entwickelt und ja, wir hoffen eigentlich, dass das weiterhin in diese Richtung geht. Cool, ich bin in einem Haus gelandet ohne Kiste. Naja, das gibt es wohl leider auch hin und wieder mal. Also einer ist hier mit Evo gelandet, ne? Ja. Damit. Gotcha. Roger, Roger. Ich hab nur eine scheiß MP, ey. Okay, er schießt schon auf mich. Er ist oben im Haus. Hier ist auch noch... Alter. Ich muss mal kurz weg. Er kommt hinter mir her. Hat eine Shotgun, ich weiß nicht, wo der ist. Ein Huhn. Oh, das sind viele! Einer down. Der kommt bei mir hier. Hast du alle? Ja, müsste alles down sein. Ich hab nur eine scheiß MP, Mann, ey. Ich glaube, es ist alles down. Lass mal bitte eine Waffe. Ja, dann kannst du das Impuls nehmen. Ich hab schon wieder nur eine MP hier drauf. Ja, hier ist ein Impuls. Ein ich glaube, ein Hund ist doch entkommen, oder? Ich bin mir nicht sicher. Oh, oh, das Epische will ich nehmen. Ja, dann nimm du das Epische, dann nehme ich das Grüne. Ich weiß es nicht, ob eins entkommen ist. Es kann durchaus sein. Ich höre zumindest gerade nichts. Also es waren auf jeden Fall auch Spieler dabei. Also aktuell haben wir das Gefühl, es wurde auch irgendwie mal in einem Forum geschrieben, auch wenn es Hi-Rez natürlich nicht veröffentlicht, wenn man jetzt die Leute zu Hühnern schießt, dass dann diejenigen, die am Rumspringen sind, tatsächlich menschliche Spieler sind und der ganze Rest, der einfach nur ganz stumpf, dumm durch die Gegend läuft, einfach NPCs. Wie gesagt, 2/3 der Spielerschaft ist NPC. Ist ein bisschen doof, da braucht man, glaube ich, in keinster Weise drüber streiten. Aber zumindest aktuell sorgt das dafür, dass die Spiele relativ schnell voll sind und man schnell spielen kann. Dann nehmen wir das einfach mal hin. Bitte? Die Wartezeiten dagegen ja, ja, deswegen. Waren echt. So, ich gehe schon mal Richtung Schmiede. Ja, ich komme hinter dir her. So, jetzt schauen wir mal. Hier sind eigentlich auch immer ein paar Gegner. Aktuell sehe ich nichts. Ne. Jo, eigentlich eine Hilfe. Leute. Ich stand einfach mal in der Ecke, ey. Denk dran, die Heiltränke noch zu craften. Mann, ich will die nicht craften. Ja. Na, wobei, ich habe jetzt auch aktuell gerade gar keine. Von daher, was haben wir da? Rune der Bewegungsabklingzeit. Okay. Ja, die Runen sind tatsächlich deutlich schwächer geworden in meinen Augen, auch so die Bewegungsfähigkeiten. Die haben teilweise so einen gigantischen Cooldown, dass man die eigentlich in den meisten Kämpfen maximal einmal nutzen kann. Die hatten damals auf jeden Fall deutlich mehr Relevanz, als wir das letzte Mal gespielt haben. Ja gut, kann man jetzt drüber streiten, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Schlimm finde ich es ehrlich gesagt nicht. Und das brauchst du auf jeden Fall nicht.
So, dann müssen wir. Ach, wir sind in der Zone drin, Flaschi. Guck an. Das ist ja krass. Wahnsinn. Dann können wir mal Richtung Schloss gehen. Da gibt es in der Regel auch immer noch einen Kampf. Wohl ein. Halt, muss ich nochmal machen. Nehmen. Rüstungsdrink. Slug würde ich nehmen. Ja. Wenn ich eins finde, gebe ich dir. Ich habe leider nur einen epischen Cross, beziehungsweise eine epische Armbrust bekommen. Also die haben ja noch diese Kobolde im Laufe der Zeit eingeführt, die dann teilweise dich anlachen, die musst du dann finden und dann töten. Ich hoffe, das wird noch diese Folge passieren. Ich glaube es nicht. Die sind so ähnlich wie diese Schatzgobline oder genau. Goblin. Die Goblin. Die Diablo 3 zum Beispiel. Die droppen ja auch nette Sachen. Falls Diablo ein oder andere was sagt. Sehe und höre aktuell nichts. Wieso ist denn hier nichts los? Ne. Also ich habe auch, ich kann ein paar Rüstungstränke craften, das war's dann aber bei mir. Ja, ich mach Rüstungstrinks. Papotz. Wird gerade ein bisschen laggy bei mir, irgendwie. Habe ich auch gerade gehabt. Strange. Very strange. Kurz geruggelt, du. Ein bisschen ruggler. Also zum Format, ich denke mal, wir werden das so machen, dass wir die Folgen, die wir spielen, aufnehmen werden und dass ihr dann einfach ein paar unserer besseren Spiele seht. Also wie gesagt, ich denke, wir sind nicht schlecht, wir sind aber halt auch nicht wirklich gut. Also wenn ihr da jetzt irgendwie den Profis zugucken wollt, dann geht bitte woanders hin. Da werdet ihr mehr Spaß haben. Aber ich denke, es wird trotzdem halbwegs interessant. So, wo wollen wir denn hin? Richtung Trinity gehen wir weiter. Kleiner Padawan. Junger Padawan. Ich will nochmal gucken, wo die Kisten liegen. Na gut, Pilz ist ein bisschen arg weit weg. Also die Kisten geben halt tatsächlich immer einen relativ großen Boost, weil da mittlerweile echt viel guter Scheiß drin ist. Um es mal ganz salopp zu formulieren. Da ist auch schon wieder ein Flugzeug. Das hat die Kiste, glaube ich, auch schon abgeworfen. Ich höre den Goblin. Ja, ich höre ihn auch. Ich glaube, aus der Richtung. Ah, dann seht ihr ihn ja direkt in der ersten Folge. Das ist ja wunderbar. Da müsst ihr unten auf der Straße stehen wahrscheinlich. Ja, da ist er. Okay. Also normalerweise rennt er. Nein! Nein, warte mal. Aberlest? Nein! Das ist meine Regel. Beides Aberlest. Beides? Nee. Du hast die Aberlest, ich hab Armbrust. Ah, hier komm, nimm du das Slug mit. Ich probiere mal das LMG, damit habe ich noch gar nicht gekämpft. Also ihr seht, das ist auf jeden Fall schon ein relativ guter Scheiß, den die Goblins. Ich kann auch nicht mehr. Relativ guter Kram, den die hier die Goblins liegen lassen. Lohnt sich auf jeden Fall immer, den mitzunehmen. Der war jetzt gerade ein bisschen buggy. Normalerweise flüchten die sehr schnell vor allem. Man muss dann immer relativ weit hinterherlaufen. Zone ist gerade in die andere Richtung gegangen, aber ich würde sagen, wir gucken trotzdem nochmal kurz Trinity. Ob da vielleicht noch irgendwas durch die Gegend rennt. Also das war jetzt auch das erste Mal für mich, dass der Goblin einfach gebuggt hat und stehen geblieben ist. Ich glaube, ich habe einen Gegner auf 15 gesehen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Der war dann auf dem jeden Fall in dieser Richtung unterwegs. Schmiede ist gerade angegangen. Ja. Also Schmiede ist halt immer so ein Ding. Wir werden es jetzt trotzdem mal angreifen, aber grundsätzlich hat der, der in der Schmiede steht, den strategischen Vorteil. Bist du? Ja, da bist du. Okay. Ja. Von daher müssen wir mal gucken, ob sich das jetzt lohnt, da reinzugehen. Oh. What the fuck? Der ist hinter uns, glaube ich, gleich. Ich kann aktuell nichts sehen. Hat auf jeden Fall eine Sensordrohne. Oder war das deine? Von meiner Bombe. Eine Haftmine. Das LMG macht auf jeden Fall Damage, das kann man sagen. Was Achtung, war das? Sniper von Nordwesten. Ja, komm rein, wir hauen ab. Wir ziehen uns zurück. Sniper ist immer so eine Sache. Das sind meistens Assassins, die haben einen relativ dicken Damage Boost drauf. Ich weiß nicht, ob wir uns mit denen anlegen sollten, Floschi. Der reitet da weg. Treffer! Ich glaube, die kommen jetzt gleich.
Und noch ein Treffer. Er hat erstmal 3 mit dem Bogen von mir bekommen. Läuf, Flaschi, du bist so awesome! So, wo sind die Gammler jetzt hier? Ich geh mal, ich würde mal rangehen. Gut. Ja, ich hab's gehört. Ich geh ran. 20 Sekunden bis hier oben rein. Der war natürlich mal wieder professionell geworfen, wie immer. Wo ist das Vieh? Wo ist das Vieh? Keine Ahnung, bin gerade draußen. Wo ist er? Hier ist noch einer. Ach, hier ist halt 2 oben drin. Ich bin ein Huhn. Ich bin rausgekommen. Oben drin ist beides Huhn. Ich dachte, du wärst neben mir. Das ist uns aber ein, mein Freund. Scheiße! Oh nein. Tempo, ah, wir haben es wieder geschafft. Ja. Ja, das ist tatsächlich eine unserer großen Stärken. Unsere Stärken. Wir vergessen immer, dass die Zone kommt. Okay. Ich muss, glaube ich, gleich trinken. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen werde. Oh. Nee, ich muss trinken. Ah, jetzt häng ich hier. Okay, das war mal wieder eine saudobe Aktion. Soweit. Hast du noch Pots dabei? Ja. Tickt schon echt brutal. Du musst nur den Weg laufen, den ich auch mache. Ich denke jetzt gleich nochmal die beiden, die ich noch dabei habe, aber ich glaube, das schaffe ich nicht. Soll ich noch was droppen? Ja, wäre gut. Glaub ich dir denn? Naja, schaffe ich. Ah, wobei ich werde Huhn und dann komme ich auf jeden Fall rein. Aber ich werde auf jeden Fall ein Huhn. Ja, ich schaff's, ich schaff's. Oh, gerade so, ey. Puh. Bin bei dir. Soll ich jetzt was droppen? Ja, drei, vier Stück, wenn du hast. Wenn du hast. 2 brauche ich, um voll zu werden. Ja, ja, reicht. Danke. Ich hab nur eine. Ja, passt auch. Ich hab ja Health Rack. Alles klar. Danke dir. Okay. Ich muss trotzdem mal eben schnell, bevor ihr gleich in den Gegner kommt. Ja, das P steht für Pro Gaming, denkt dran. Oh, hier war eine Kiste. Aber das ist tatsächlich irgendwie unsere große Schwäche in diesem Spiel. Also das kann man echt nicht anders sagen. Das passiert uns nach wie vor unglaublich häufig. Aber das Ding ist, ich habe ja gesagt, die kommt gleich. Ja, trotzdem, ja, du bist halt dann greedy. Ja, du willst Kiste die haben. Ist gerade geworfen wurde im Westen. Ja. 50 zu 60. Oh, die ist aber relativ weit weg. Da müssen wir einmal komplett durch die Zone. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zu. Über. Schüsse 345, da muss ich mal holen. Ja. Fast down der Assa. Ja, die schießen da unten auf den Kobold. Wo sind sie? Da. Scheiße. Einer ist im Haus drin. Ja. Einer ist davor. Er ist hinterm Haus. Sind beide hinterm Haus. Die sind auf dem Pferd. Die laufen. Wir reiten uns. Ja. Ein Huhn. Einer down. Andere sind am Haus. Ja, ich sehe ihn. Dann krieg ich gleich von der Zone. Kann aktuell nichts sehen. Ein Huhn ist geplatzt. Keine Ahnung, wo der ist. Ja, wir müssen auch mal in die Zone, ne? Ja. Also wenn er da noch irgendwo ist, dann kriegt er jetzt. Der ist auch gestorben. Ja, alles klar. Oh ja, hat sich gerade erst gekillt. Sehr nice. Mit Death. Sehr, sehr nice. Wo wollen wir hin? Wir gehen hier auf die andere Seite, haben wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen High Ground. Was haben wir denn noch? 5 Enemies. 5 Enemies left. 5. So. Hätte denn die kleinen Fragen? Oder ist noch Loot? Da ist ein Gegner, 165, reitet den Hang hoch. Ah, zu tief.
Treffer, 1000. Ran. Sekunde. So, habe ich hier noch. Viel Totem zerstört. Noch ein Treffer, der ist fast down, kill ihn. Ich komm. Zwei Gegner weit, zwei weitere Gegner. Ich hau ab. Nein, der hat ein Schwert. Boah, Alter, die Strong ist das Schwert. Alter, fuck, ey. Kam die genau im richtigen Moment wieder, ne? Ja. Ah. Ist so typisch. Es ist so typisch. Ah. Und die wäre jetzt auch noch von dem Mage angegriffen, ey. Die kleinen Bastarde. Boah, Schwert, Schwert geht aber gut. Schwert ab, ist strong, ja. Im Close Combat ist das wahnsinnig strong. Schade. Ja, wir sind bei 30 Alter, Minuten. Der Mate hat er noch weggemacht, ne? Ja, ich weiß, hab ich hier noch gesehen. Wir sind bei 30 Minuten angekommen, die Folge ist vorbei. Ich hatte gehofft, dass wir es mit einem Sieg beenden, das hat leider nicht funktioniert. Nichtsdestotrotz hoffe ich, ihr hattet Spaß. Es würde uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Ich weiß nicht, wie gesagt, in welcher Regelmäßigkeit dieses Format kommt und auch nicht, was wir genau zeigen. Wahrscheinlich so eine Art Best-of, wir wollen uns ja auch vernünftig präsentieren. in jedem Fall, ja, danke ich euch für euer Interesse. Wenn ihr das halbwegs interessant gefunden habt, lasst uns doch gerne ein Abo da, würde uns mega freuen. In diesem Sinne auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Ciao.